Hallo zusammen, es ist Samstag, der 23. Januar. Wir haben 16.15 Uhr. Ich habe es gestern nicht geschafft. In diesem Clip geht es um den DAX. Und der macht es einem echt nicht einfach momentan, muss ich wirklich sagen. Ich hole es mal ein bisschen näher ran, sodass wir den seit Ende Oktober sehen. Ich kann es auch hier nochmal ein bisschen größer machen, dass es schöner ins Bild passt. Die Bänder gehen weiter zusammen. 13.540 zu 14.118. Ja, die machen so eine richtig schöne Biege. Wir handeln oder wir schließen zwischen 10 und 20 Tage Linie. Neutral die Bänder, neutral die gleitenden Durchschnitte. Das nächste wollen. 200 Tage Linie ist weit weg, greift momentan überhaupt nicht ein. Wir sind um die Nulllinie herum, beim MACD, auch neutral. Und zwischen 0 und 100 ist der Bereich um 53 auch völlig neutral. Ich habe hier kein aktuelles Signal für den Index. Ich bereite aber ein paar Scheine vor, weil vielleicht geht es noch 3-4 Tage so weiter. Vielleicht sogar die ganze Woche, also dass wir seitwärts gehen. Und das ist für Endanleger ist das nichts hier, aber für Daytrading, so im Bereich 5 Minuten, 10 Minuten, macht das schon Sinn. Aber auch selbst auf einer 4-Stunden-Ebene kann ich hiermit nichts anfangen. Ich bereite für mich vor einen Call 13.267. Da sind wir ungefähr hier. Dieser Call kommt nur dann zum Zug und wird nur dann gekauft, wenn wir hier über die 14.050 gehen. Das Hoch war 14.031. Wenn wir auf Stundensicht über 14.050 schließen, hat er eine sehr gute Chance, das All-Time-High zu erreichen und auch das obere Band zu brechen. Nur für diesen Fall ist dieser Call geeignet. Das ist eine GF8 ZFG, Gustav Friedrich 8, Zeppelin Friedrich Gustav. 13.267. Aber wie gesagt, das kommt erst auf die Watchlist. Für einen Put, gehe ich mal hier auf Put, auf Short, muss ich den hinter das All-Time-High legen. Das war so ganz grob bei 14.145. Den nehme ich auch noch ein bisschen runter hier. Im Sinne von hoch mit der Volatilität, runter mit der Basis. Und da finde ich diesen hier, 14.308. Das ist die Gustav Ludrich 147 Siegfried GL147S. 14.308. Der kommt dann ins Spiel, wenn wir diesen Punkt hier unterbieten. Die 13.665 mindestens mit einer Stundenkerze, weil dann glaube ich auch, dass wir das Gap vom, wann war das? Das war vom 22.01. schließen bei 13.418. Und er hat genügend Platz für den Fall, dass wir das All-Time-High rausnehmen. Aber nochmal, ich mache hier momentan gar nichts im Index. Das ist, ich habe hier zu wenig Signale. Da muss man nichts machen, man muss nicht immer dabei sein. Da ist einfach Geduld gefragt. Bringt nichts anderes. Wenn ihr dabei seid, happy trading und fette Beute. Bye, bye.